So Leute, ich hoffe, der kleine Anfangsporn hat euch gefallen. Jetzt geht's endlich los mit dem Video und zwar geht's um Gadgets, die ich an meiner KTM 690 anbauen möchte. Und ich dachte mir, das Ganze zeige ich euch, weil viele von euch fragen mich ja immer, was baust du an deine 690, was für Parts, woher hast du die und so weiter. Links sind in der Videobeschreibung und los geht's! Hier stehen die beiden Bikes, einmal die KTM 690 SNCR und einmal die Husqvarna FE501. Die Husqvarna ist, wie gesagt, mehr für Stuntfahren, für Wheelies, Driften und so weiter. Und die 690 ist mehr so ein Tourenmotorrad. Kommen wir auch zum ersten Gadget und da haben wir hier diesen Auspuffstopfen von ProGrip. Der kostet 7 Euro auf Amazon. Und was das ganze Ding macht, ist einfach euren Auspuff verschließen und zwar genau so, wenn ihr euer Moped wascht, weil so kann da kein Wasser reinkommen und das ist definitiv besser für die ganze Dämmwolle im Auspuff und so weiter, dass da kein Wasser reinkommt. Ich finde das Teil echt praktisch, der sitzt echt ziemlich fest, man hat hier dieses Ding, um ihn auch wieder rauszuziehen, passt natürlich auch in den Akrapovic von der KTM wunderbar rein. Und jetzt kann man halt hingehen mit Hochdruck oder wie auch immer und muss keine Sorgen haben, dass da irgendwas an Wasser reinkommt. So, die beiden Motorräder sind trocken und weiter geht's mit dem nächsten Gadget und zwar ein USB-Ladegerät für Motorräder. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich hab's oft, dass ich mit der KTM unterwegs bin und einfach mein Handy kurz laden möchte oder die GoPro laden möchte und das geht nun mal nicht ohne so ein USB-Ladegerät. Deshalb installieren wir das jetzt an der KTM. Das Ganze kostet ungefähr 22 Euro auf Amazon. Das von Revolt hier gibt's leider nicht mehr momentan, aber ich verlinke euch natürlich ein anderes gleichwertiges. Wichtig dabei war mir, dass das Ganze eine Sicherung hat, und zwar hier, und natürlich eine Halterung für den Lenker. Das Anschließen ist auch recht einfach bei der 690, einfach hier die Sitzbank lösen. Bei mir sieht das Ganze jetzt natürlich ein bisschen anders aus, dank dieses Powerkits, was ich habe. Meine Batterie sitzt hier vorne, eure sitzt eigentlich hier in so einem Batteriekasten. Sollte aber möglich sein. Alles, was ihr machen müsst, sind die beiden Anschlüsse. Das ist für den Pluspol, das ist für den Minuspol. Anschließen, dann noch die Kabel verlegen und fertig seid ihr. So sieht das Ganze jetzt bei mir aus hier. Ich habe es einfach mit Kabelbinder festgemacht. Ihr könnt das Ganze auch mit solchen Schrauben hier festmachen, die werden mitgeliefert, mit so einer Halterung. Das Kabel habe ich hier lang geführt, geht dann hier durch, kommt da rein, dann habe ich es hier zusammengeknotet. Hier ist dann die Sicherung, rot geht zum Pluspol und zum Minuspol geht natürlich auch noch ein Kabel. Die Installation ist halt wirklich nicht schwer. Testen tun wir das Ganze jetzt auch mal direkt. So, und wie wir sehen, es lädt. Super. Dann hat das schon mal geklappt. Wie gesagt, ich brauche es halt wirklich, um mein Handy zu laden. Mein Akku ist schon ein bisschen im Arsch oder die GoPro zu laden. Wenn ihr auch sowas braucht, Link ist in der Beschreibung. So, um meine KTM wirklich tourenfit zu machen, habe ich mir natürlich auch eine Handyhalterung gesucht und gefunden. Dabei war mir halt wichtig, dass das Ganze vibrationsfrei ist und auch qualitativ jetzt nicht unbedingt die übelste China-Scheiße. Das Ganze kostet ungefähr 35 Euro auf Amazon und jetzt werde ich das Ganze mal versuchen anzubauen. So, ich habe das Ganze jetzt mal angebaut. Das Ganze sitzt echt mega gut. Man hat hier auch die Möglichkeit, durch so einen Schnellverschluss das Handy quasi abzumachen und dann hat man hier die Halterung. Da ist eine Schraube, mit der man dann das hier feststellen kann, je nachdem in welchem Winkel man das halt haben möchte. Und generell die Halterung sitzt bombenfest. Man kriegt dazu noch hier dieses Schnelllock-System. Da kann man dann quasi einfach, indem man die Schelle da quasi reinmacht, wie so eine Art Kabelbinder, die Halterung halt auch irgendwo mal schnell festmachen. Aber ich denke mal, für längere Fahrten sollte man auf jeden Fall das stabile Ding hier nehmen. Die Hülle ist an sich auch echt gut, also man kann das Handy wunderbar bedienen, hätte ich nicht gedacht. Man hat hier auch extra so Knöpfe für aus und an und für laut und leise natürlich auch. Wasserdicht ist das Ganze auch und hier unten kann man dann auch sein Kabel durchmachen, um das Handy dann zu laden. Finde ich auf jeden Fall ein geiles Gadget, kann man sich gönnen, wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, Link ist in der Videobeschreibung. Das letzte Gadget, was ich für euch habe,
sind diese Bluetooth-Kopfhörer. Und zwar war die Firma Empow so freundlich, um mir das Ganze zu sponsern. Sprich, ich habe das Ganze hier kostenlos bekommen, um das Ganze ein bisschen zu testen. Das Ganze ist quasi so eine Art Bluetooth-Headset, was man sich hier ganz einfach links, rechts, so aufziehen kann. Ich habe das Ganze mal unterm Helm getestet und ich muss ganz ehrlich sagen, es sitzt recht gut, weil hier im Helm habe ich so freie Stellen, wo das Headset quasi super reinpasst. Beim Fahren ist das Ganze auch echt okay. Ich denke mal, bei einigen Helmen wird es halt einfach nicht reinpassen, weil ihr da nicht Platz für habt. Aber generell für Sport und so weiter sind die Dinger ganz cool. Warum ich das mit reinnehme, ist auch der Grund, weil ich ein Gewinnspiel damit auf Facebook machen kann. Das heißt, ihr könnt diese Dinger gewinnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich benutze sie auch im Fitness und so. Da sind die echt mega cool, wenn man auf dem Laufband ist oder so weiter. Das Ganze ist natürlich über Bluetooth gesteuert, kann man easy mit dem Handy verbinden und auch direkt dann hier wieder aufladen. Deswegen geht auf meine Facebook-Seite, macht bei dem Gewinnspiel mit. Ich denke mal, ihr müsst einfach nur einen Kommentar schreiben und dann suche ich da die Gewinner raus. Viel Spaß dabei. So Leute, das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. An der 690 habe ich jetzt diese wunderbare Handyhalterung, endlich ein USB-Ladegerät. Dann natürlich der Auspuffstopfen, damit man auch wunderbar den Auspuff putzen kann, ohne dass man da Angst haben muss, dass Wasser in den Auspuff kommt. Und dann halt, wie gesagt, dieses Bluetooth-Headset für Leute, die eventuell auch im Fitnessstudio aktiv sind und so weiter. Auf jeden Fall eine gute Alternative. Die Links unten in der Videobeschreibung sind Amazon-Promotion-Links. Das heißt, ich bekomme auf euren gesamten Warenkorb einen Prozentsatz von ab. Das heißt, wenn ihr irgendwas bei Amazon kauft oder euch halt für diese Gadgets interessiert, wäre es cool, wenn ihr unten auf die Links klicken könntet und dann erst über Amazon bestellt. Wenn ich nochmal so ein Video machen soll, vielleicht auch mit Gadgets für die Husky oder halt weitere für die 690, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zum Schluss gibt es noch ein Bike-Porn und bis zum nächsten Mal. I'm out in Dubai, chillin' with chicks who Dubai. Foreign whips I Dubai, don't know when death is Dubai. Told my clique we forever. Told my clique that we forever. I'm out in Dubai, chillin' with chicks who Dubai. Foreign whips I Dubai.